Söhne Lothars, da vorne ist die Chaosbrut. Folgt mir in den Kampf. Elfen? Edle? Alles muss man selber machen. Seid gegrüßt, werte Elfenzuseher und Zuseherinnen. Der Krieg beginnt verheißungsvoll. Doch haben wir jetzt große Fragen zu klären, die auch dem weißen Elfenhof noch nicht klar gewesen sind, als er über unsere Pläne abstimmte. Darum denke ich, werden wir wohl zur Hälfte des Monats auch Gebrauch machen von einer Sonderabstimmung des Elfenhofs, denn wir beraten ja auch zur Mitte des Monats mit dem Kriegsrat neu. Also der Schrein des Assurian, der zu dieser Provinz gehört, die wir uns wahrscheinlich jetzt schon nehmen werden in der nächsten Runde, ist von einer nun ja nicht verfeindeten, aber auch nicht befreundeten Macht genommen worden. Und hier entschlossen wir uns, zum Glück hatten wir die beträchtlichen Goldvorräte, Kalidors Ruhe zu besiedeln, was aber Kalidor, unser nächstes geplantes Kriegsziel, sehr verärgern müsste. Die Frage ist nun, bauen wir Kalidors Ruhe aus oder lassen wir es sogar leer, auf dass uns Kalidor den Krieg erkläre und es nehme? Und wir einen triftigen Grund haben, zurückzuschlagen? Wir werden sehen. Protector of Ulthuan. Setting sail. Command me. Sailing on. Shield against the darkness. Der kann sogar noch einen Schritt weiter vorrücken. Hier im Feindesland, unser eigenes Gebiet ist das, aber die Bewohner verstecken sich und geben keine Nahrung heraus, können sich die angeschlagenen Einheiten nicht verstärken. What news? Statt hier stehen zu bleiben, werden wir einen kleinen Kniff machen. Es wird zwar die öffentliche Ordnung sinken, aber es dauert eine Weile, bis sie ganz in den negativen Bereich geht. Wir ziehen uns hierhin zurück, in der nächsten Runde dann. Das war nicht schlau, weil die öffentliche Ordnung noch stärker sinkt, sondern in der nächsten Runde. Und werden hier dann Einheiten rekrutieren, denn sie nun zu rekrutieren, global, ist einfach sehr, sehr kostspielig. Und dann werden wir sehen, was Kalidor unternimmt. Ansonsten haben wir alles getan, was sich sinnvoll tun ließ. Es sieht gut aus. Lasst uns die nächste Runde starten. Nein, ich will sie nicht wieder aufbauen. Obwohl, wenn sie uns bleibt, wäre es sinnvoll. Und es sind nur 800 Gold. Dann machen wir dies. Nun rückt die kaledurische Hauptstreitmacht aus. Aber sie scheint nach Tor Set Dingens zu ziehen. Ja, und er wäre uns sicherlich in Kalidors Ruhe reingelaufen. Stattdessen verteidigt er nun indirekt unser Gebiet. So wollen wir doch hoffen. Wir sind erfolgreich und haben sofort die nächste Mission, die wir sofort erfüllen können. Denn die Elfengärten erlauben uns, einen Held zu rekrutieren. Nehmen wir doch den vernünftigen Uritane. Der senkt den Unterhalt der Armee, die er beiwohnt.
Das ist sehr sinnvoll. Hühnerbrüstig, amateurhaft. Nein, 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 Uritane ist unser Elf. Können wir es uns leisten? Das ist die Frage. Warten wir nochmal. Denn wir wollten ja auch nachrekrutieren. Also, er läuft nun hierhin und darf hier jetzt aus der Lothern-Provinz rekrutieren. Und ich finde es wichtiger, falls Kalidor hier runter marschiert, schon einen Grundstock zu haben. Den Helden können wir auch noch im nächsten Monat rekrutieren. Oder wer weiß, wie viel wir jetzt an Goldschätzen bekommen. Wenn wir mit Sicherheit Angerial erobern werden. Es wird ein Schlachtfest ohne Anspruch an meine gewaltigen Feldherrnfähigkeiten oder die meines Gehilfen Tyrions, der offiziell der Armee vorsteht. Aber es wird mir trotzdem Freude bereiten. Oh weh! Wer hätte das gedacht? Mauern versperren uns den Weg. Wir können gleichwohl trotzdem angreifen, denn wir haben eine mächtige Adlerklaue-Speerschleuder dabei, mit der wir das Tor aufschießen können. Hätten wir diese nicht, müssten wir nun viele Runden lang belagern. Andererseits ist die Stadtgarnison nicht klein. Das Kräfteverhältnis ist ausgeglichen. Wir haben ein Banner. Mit dem wir gegnerische Einheiten schwächen können. Acht Runden lang müssten wir belagern, 14 Runden lang, bis die Siedlung aufgibt. Die Frage ist nur, brauchen wir vielleicht noch einen Rambock zusätzlich? Den könnten wir in nur einer Runde bauen. Denke ich, ja. Dann haben wir die Adlerschleuder zum Beispiel für Verteidigungstürme. Lasst uns es so machen und in der nächsten Runde angreifen mit ein wenig Schicksalsglück entschließt sich die dreckige Buskrone, sogenannte Anführerin der Kult der Exzesse-Armee, auch zu einem Ausfall. Man weiß nie. I lust for. Und damit haben wir getan, was wir tun konnten. Und starten die nächste Runde. Welcome. What brings you here? Uvres bietet uns ein militärisches Bündnis an. Militärisches Bündnis ist die größte oder die höchste Bündnisstufe. Es ist nicht nur ein Verteidigungsbündnis, sondern wir greifen den Gegner an, dem die Ingmir oder der Ingmir von Uvres den Krieg erklärt.
Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Vielleicht können wir ein wenig Gold dabei verdienen. Jetzt reduziert Ingmir auf Schutzbündnis. Das gilt nur für den Verteidigungsfall. Das ist mir schon wesentlich angenehmer. Abgelehnt. Er wird sich wieder melden. Show me some respect. Arathar ist so geschwächt, dass er in seiner feigen Angst das Friedensabkommen vorschlägt, dass ich das von einem Nagaroti noch erleben darf. Nichts gibt's. Aber wir haben eine neue Mission erhalten. Das ist eine Art Extra-Belohnung, wenn wir genügend Wegsteinpunkte haben. Da brauchen wir noch ein bisschen, gerade sind es 38, aber das machen wir automatisch quasi. So, warum wurde diese Ruine nicht untersucht? Muss man denn alles selbst machen? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Warum wurde diese Ruine nicht untersucht, dieses Wrack? Jetzt. Ja, im Kampf besiegen können wir hier niemanden mit einem einzelnen Kommandanten. Darum werden wir nur einen mickrigen Schatz nehmen. Besser als nichts. 1000 Gold haben wir bekommen. Ansonsten hätten wir eine Schlacht führen müssen. Wäre chancenlos gewesen. Und auf zum nächsten Ziele. Making waves. Ja. Da nehmen wir auch wiederum alles, was für die Kampagne gut ist. Wir hoffen ja eigentlich immer auf Gold und das haben wir hier auch bekommen. Und ihr seht nun staunende Edle am Elfenhof und auch ihr niederen gemeinen Elfen, für die wir das hier alles tun. Wie wichtig es ist, nach dem Vorbild unseres Ex-Herrschers zur See zu fahren. Navigating. Aber da wird vielleicht noch was kommen, ansonsten steht da der Rückmarsch an. Gut, Angerial brennt, aber das sieht schlimmer aus für die Feinde, als es ist. Warten wir aber mit den restlichen Entscheidungen nun, bis wir wissen, wie glorreich wir uns in der ersten großen Schlacht schlagen. To victory. Bring me battle. Für die Azur, wo ist mein Schwert? Wo ist mein Helm? Ach, ich bleibe strategisch im Hintergrund und werde mich nicht selbst ins Getümmel stürzen. Dafür haben wir ja Tyrion, der ein Schwert, ein besonderes hat. Seit kurzem. So. Ich bin doch mit dem deutlich prachtvolleren Feldherrn gesegnet. Findet ihr nicht auch? So, das Gefährliche bei diesen Belagerungsschlachten sind die Türme, die ungefähr die Reichweite ballistischer Interkontinentalraketen haben. Ich weiß aber nicht, was dieses Wort bedeutet. Und wie ihr seht, oder wie die Experten unter euch erkennen,
durch das besondere Kleinod, das der Tyrion gewonnen hat, darf er seine Armeen, seine Truppen direkt in diesem Zwischenbereich aufstellen. Das kann ein riesiger Bonus sein. Ich bin allerdings ein Freund davon, Belagerungen durch Abnutzung zu gewinnen, denn ich habe viele Bogenschützen. Und er auch, wahrscheinlich. Das werden wir sehen. Allerdings. Ist ja der größte Teil seiner Truppe Nachschub. Jetzt frage ich mich, ist der Nachschub schon in der Stadt oder nicht? Wie dem auch sei, wir müssen ganz klar hier angreifen. Weshalb? Hierhin ist der Weg länger und wir werden von all diesen Türmen, so er sie besetzt bekommt, unter Feuer genommen. Während wir hier lange Zeit nur von dreien unter Beschuss genommen werden können. Deshalb bereiten wir uns entsprechend jetzt vor. Wir nehmen eine schwache, aber mit vielen Leuten noch gesegnete Einheit. Na, wir können auch die nehmen. Und lassen sie aufs Tor zumarschieren, um das zu zerstören. Unsere tapferen Bogenschützen stellen wir sofort so auf, dass sie die Gegner unter Beschuss nehmen. Ja, sie schauen in die richtige Richtung. Und auch das zweite Treffen der Bogenschützen wird hier aufgestellt. Und unsere Nahkämpfer warten in zwei Treffen darauf, dass das Tor sich öffnet. Und müssten hier außer Reichweite sein, ungefähr. Und die Erfahreneren, die Neurekrutierten, die lassen wir ein wenig im Wald warten, wo sie vor den Blicken der Verteidiger verborgen sind. Unser Phönix wird uns gute Dienste leisten. Er wird sich hier heranmachen. Und unsere Adlerklaue wird versuchen, einen Turm in Brand zu schießen. Oder zu zerstören, besser gesagt. Aber ohne selbst allzu sehr beschossen zu werden. So gefällt mir das gut. Und Tyrion geht natürlich mutig nach vorne. Lasset uns das Gefecht um Angerial starten. It shall be done. Warum feuern noch nicht alle Bogenschützen? Habt ihr keine Lust?
Hier fehlen diverse Angaben. Das hatte ich für ein Werbevideo. Das hat mich jetzt auch die ganze Zeit schon irritiert. So. Genau. Seht, selbst unsere Rammböcke sind schön und edel und elegant. Auch wenn ich mich frage, wieso der Rammbock gerade alleine zum Tore gleitet. Aber das wird schon seine Ordnung haben. Und er seinen Dienst vollrichten. Wir haben noch 57 Minuten, doch die werden wir nicht brauchen. Schon 10% Torschaden und schon 50% Schaden am Fortturm zur Rechten. Unsere tapferen Bogenschützen feuern, wie nur Elfenbogenschützen feuern können. ...80% Torschaden. Die Dunkelelfen müssen bereits verzweifelt sein. Einige und ihre Anführerin haben sich schon weit zurückgezogen. Wahrscheinlich ist sie zu leicht bekleidet für die Front. Ein Panzer wie dieser wäre viel praktischer, auch wenn die Münze des Schicksals nun heruntergefallen ist. Übrigens mit der goldenen Seite nach oben, was doch nur ein gutes Omen sein kann. So, das Tor ist offen. Und nun dürfen sich unsere tapferen Speerträger ein wenig ausruhen und wir starten in Kürze unseren Angriff. Doch zunächst möchte ich noch diesen Turm beseitigen. Ja, sie haben 100 Mann verloren. 102, 104, da darf man schon mal fliehen. Aber wichtiger ist diese Statistik. Wir richten mehr Schaden beim Gegner an als er bei uns. Und darum wird es nun Zeit, das erste Treffen nach vorne zu schicken, die Unerfahreneren. Und auch Tyrion und unser Phönix werden bald zum Einsatz kommen. Ihr seht die Leichen der schmutzigen Dunkelelfen. Ihr Blut von den Zinnen zu kratzen wird wieder fleißige Elfenknaben wochenlang beschäftigen. Aber das sind nun einfach die Begleitumstände solcher Schlachten. Da kann man nichts tun. Gut, nun folget eurem Feldherrn Tyrion in die Schlacht.
Ihr seht, dass der Turm zerstört wurde und dieser nicht mehr unter der Kontrolle der Feinde ist. Tyrion, auf in die Schlacht! Oh, zu meiner Trauer hat sich unsere Speerschleuder schon leer geschossen. Dann soll sie nach hinten, wo sie keinen Geschossschaden bekommen kann. Und seht, selbst die tapferen Torbrecher, die letzten 8 von ihnen haben sich gefangen. Das ist elfischer Heldenmut. Nur das 2. Infanterietreffen hat Sorge, ob es noch rechtzeitig zur Schlacht kommen wird. So, und jetzt muss ich aber hier mal ein bisschen was machen und aufpassen, dass hier von lauter Gerede... Ja, nee, sieht vernünftig aus. So, und jetzt sehen wir mal den Tyrion aus der Nähe erstmals kämpfen. Ja, da drängt er sich nach vorne. Wäre ich ein Dunkelelf, ein mächtiger Hieb von Tyrion, ich würde meine krummen Beine in die Hand nehmen. Ja, so geht das. Und jetzt werden wir mit der reinen Masse unseres 2. Treffens die Verteidiger zersprengen. Was macht eigentlich mein Phönix? Ja, der räumt hier oben auf. Könnten allerdings auch, lasst mich mal kurz hier noch ein wenig optimieren, könnten natürlich auch die Chance nutzen, auf die Zinnen zu klettern. Das hätte ich vielleicht schon vorher tun sollen. Ja, vielleicht bringt es noch was. Aber ihr seht, wie sich Tyrion nach vorne schnetzelt. Mit jedem Hieb fallen 3 verabscheuungswürdige Nagaruti. Hier sind 4 meiner Bogenschützen ein wenig verloren gegangen. Sie scheinen den Weg nicht zu finden. Überhaupt hat das 1. Bogenschützentreffen doch starke Verluste hinnehmen müssen. Aber so ist das manchmal. Man kann nicht alle überleben lassen. So. Ja, ich habe zu spät den Befehl zum Erklimmen der Zinnen gegeben. Aber das macht alles nichts, denn wir müssen einfach nur diesen Platz erobern. Dann hat der Feind verloren. So, und das ist die Perspektive aus Sicht der Dunkelelfen. Tyrion marschiert allein nach vorn. Er ist wirklich sehr tapfer und auch ein wenig unvorsichtig. Aber hoffen wir mal, dass seine Truppen ihm bald nachfolgen werden. Und die feige, feindliche Heerführerin, jetzt kommt sie, tut nichts, wollte ich sagen. Gut. Der Flammensäulenphönix soll sich auch ein wenig vorsehen. Aber ihr seht, hier lebt nicht mehr viel, was dunkelelfischer Herkunft ist. Ja, diese Schlachten sind immer ein ziemliches Gemetzel. Das lässt sich nicht vermeiden. Es sind ja nur elfische Gemeine, die hier sterben.
Lannisters! For the Ever Queen! Without fail. Orders received. Archers! Spearmen! Without question. It shall be done. Spearmen! Die Archer haben sich leer geschossen, aber sie müssen deswegen nicht in den Nahkampf übergehen, finde ich. Überhaupt, die ganzen Archer haben keine Munition mehr. Und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser letzte Haufen hier die Flucht ergreifen wird und wir den zentralen Platz, quasi den Eingang zur eigentlichen Zitadelle erobern und damit, wenn wir in einige Minuten halten, den Sieg davon tragen werden. Was ist hier passiert? Warum haben diese Einheiten so starke Verluste bekommen? Was ist hier passiert? Ah, es muss ein feindlicher Turm gewesen sein. Da habe ich in meiner Genialität nicht aufgepasst. Aber sei es drum. Acknowledged. Advance. Loyal. We will obey. Ihr seht, der letzte Verband zwischen uns und der Heerführerin beginnt zu fliehen. Und nun ist nur noch Buskrone, die feige Dunkelelfen-Gouverneurin, zwischen uns und dem Sieg in dieser Schlacht. Das wird sie nicht lange überleben. Und Tyrion ist sich nicht so schade, mit 20 eigenen Soldaten gleichzeitig zu kämpfen. Von fairem Zweikampf hält er nicht so viel. Er ist nur am Sieg interessiert, wie auch immer er zustande komme. Und das ist der Sieg. Beglückwünscht uns, denn unserer weisen Führung und den taktischen Ratschlägen von Elfenrat und Elfenhofstrategie habt ihr dies zu verdanken. Und die Verluste waren vielleicht etwas höher, als sie hätten sein müssen. Aber noch sind unsere Truppen unerfahren und standen sich selbst im Weg, etwa als ich sie alle durchs Tor schickte, statt einige auf die Zinnen klettern zu lassen. Ich hätte schon erwartet von meinen Soldaten, dass sie von alleine auf diese Idee kommen. Und damit endet diese zweite Folge unseres großen Elfenkriegs. Und ich freue mich darauf, euch in 2 Tagen erneut per Bewegtbild-Depesche informieren zu können.